Cape Canaveral, heute Nachmittag 14.35 Uhr mitteleuropäischer Zeit. Der Start der dritten amerikanischen Raumfähre Discovery wird um 24 Stunden auf morgen verschoben. Grund, die Bordcomputer funktionieren nicht einwandfrei. Zur sechsköpfigen Besatzung der Fähre gehört Julis Resnick, die zweite amerikanische Astronautin. Erstmals ist dann ein zahlender Raumfahrer mit an Bord. Charles Walker soll im Auftrag einer Firma unter den Bedingungen der Schwerelosigkeit ein Hormon herstellen. Auch der zweite Start der US-Raumfähre Discovery in Cape Canaveral ist gescheitert. 4 Sekunden vor Zündung der beiden Trägerraketen schalteten sich heute die Haupttriebwerke automatisch ab. Ein Ventil zur Treibstoffregelung soll versagt haben. Gestern musste der Jungfernflug um 24 Stunden verschoben werden, weil wenige Minuten vor dem Start ein Computer ausgefallen war. Die Doppelpanne ist bisher einmalig in der Geschichte der Raumfähren. Ein Brand in den Triebwerken konnte mit einer Wassersprühanlage sofort gelöscht werden. Die sechsköpfige Besatzung, hier beim Verlassen der Fähre, soll nicht in ernsthafter Gefahr gewesen sein. Mit einem neuen Startversuch wird nicht vor Donnerstag gerechnet. Wegen eines technischen Defekts im elektronischen System musste heute der Start der US-Raumfähre Discovery zum dritten Mal verschoben werden. Die 6 Astronauten, eine Frau und 5 Männer, sollen auf ihrem Flug 3 Nachrichtensatelliten aussetzen. Nach Angaben der Raumfahrtbehörde NASA arbeitet ein Computer fehlerhaft, der die Kommandos zum Absprengen der Startraketen gibt. Die Raumfähre hätte möglicherweise weder die vorgeschriebene Umlaufbahn erreicht, noch sicher zur Erde zurückkehren können. Sie soll nun morgen um 14.35 Uhr starten. US-Weltraumbahnhof Cape Canaveral in Florida. Letzte Vorbereitungen zum Jungfernflug der Raumfähre Discovery. Nach 3 vergeblichen Anläufen und einer Verzögerung von 2 Monaten klappte es heute endlich. Der Start musste allerdings um 7 Minuten verschoben werden, weil 2 unbekannte Privatflugzeuge das Gelände überflogen. Um 14.42 Uhr unserer Zeit hebt Discovery zu ihrem 6-tägigen Flug ins All ab. An Bord sind eine Frau und 5 Männer. Ihre Hauptaufgabe, das Aussetzen von 3 Nachrichtensatelliten, die dann von eigenen Triebwerken auf eine Erdumlaufbahn in 36.000 Kilometer Höhe gebracht werden. 2 Minuten nach dem Start werden die beiden Zusatzraketen in 20 Kilometer Höhe abgesprengt. Discovery ist die 3. wiederverwendbare amerikanische Raumfähre, die ins All fliegt. Die Astronauten vor dem Start. Judy Resnick ist die 2. Amerikanerin, die an einem Raumflug teilnimmt. Links neben ihr der Kommandant. Er war bereits mit der 1. Raumfähre Columbia im All. Alle anderen sind Weltraumneulinge. Die 35-Jährige soll unter anderem den Kran der Raumfähre bedienen. Beim Absturz eines von 4 Prototypen des neuen strategischen US-Bombers B-1 über der Mojave-Wüste in Kalifornien ist einer der Testpiloten getötet worden. Die beiden anderen wurden verletzt. Die Piloten konnten sich kurz vor dem Absturz in einer Rettungskapsel aus der tiefliegenden Maschine katapultieren. Die Unglücksursache ist bisher nicht bekannt. Der Langstreckenbomber, der auch mit Atombomben bestückt werden kann, soll in den kommenden Jahren die herkömmlichen Bomber B-52 ersetzen. US-Präsident Reagan hatte 1981 100 B-1 in Auftrag gegeben. Für eine Beteiligung der Bundesrepublik am Bau einer ständig bemannten Raumstation ist kein Geld vorhanden. Bundesfinanzminister Stoltenberg vertritt die Ansicht, dass eine Erhöhung der Beiträge dafür in der mittelfristigen Finanzplanung nicht möglich sei. Er teilte dies Vizekanzler Genscher in einem heute in Bonn bekannt gewordenen Schreiben mit. Genscher hatte sich zuvor bei Forschungsminister Riesenhuber für eine Beteiligung der Bundesrepublik an dem Weltraumprojekt ausgesprochen. Die Astronauten der amerikanischen Weltraumfähre Discovery haben 2 Nachrichtensatelliten im All ausgesetzt. Der 1. Satellit SBS-4 soll in einer Höhe von 36.000 Kilometer transatlantische Telefongespräche und Fernsehsendungen übermitteln. Nicht ganz reibungslos verliefen die Vorbereitungen beim Satelliten ESA-2, der sich ein Batteriepaket überhitzt hatte. Er konnte trotzdem zur vorgesehenen Zeit die Raumfähre verlassen und wird der Nachrichtenübermittlung der US-Marine dienen. Judith Resnick, die mit 2 ihrer Kollegen ESA-2 im All aussetzte, hatte trotz komplizierter Vorbereitungen noch Zeit, Grüße zur Erde zu senden.
In der Weltraumfähre Discovery haben die Astronauten noch einmal das neue Sonnensegel getestet. Das wie eine Ziehharmonika gefaltete Segel wurde aus der offenen Ladeluke gehievt und dann auf eine Größe von 31,4 x 4 Meter ausgespannt. Die Solarzellen sollen für zukünftige Stationen im All die Energieversorgung sicherstellen. Die in den vergangenen Tagen ausgesetzten Satelliten erreichten heute programmgemäß ihre vorgesehenen Umlaufbahnen. Irdische Probleme im Weltraum. An der Raumfähre Discovery haben sich zwei Eiszapfen gebildet, die es den Astronauten unmöglich machen, die Toilette zu benutzen. Das Eis blockiert die Abwasserleitung nach außen. Auch durch eine Zündung der Triebwerke löste es sich nicht. Notfalls soll das Eis mithilfe des Greifarms oder durch den Ausstieg eines Astronauten beseitigt werden. Die NASA befürchtet, dass die Zapfen sonst bei der Landung am Mittwoch abbröckeln und den Hitzeschild beschädigen. Die sechs Astronauten müssen sich vorläufig mit Plastikbeuteln behelfen. Die amerikanische Raumfähre Discovery ist heute auf dem kalifornischen Luftwaffenstützpunkt Edwards gelandet. Die Besatzung hat im All drei Fernmeldesatelliten ausgesetzt und ein Sonnensegel erprobt. Der Jungfernflug der Discovery verlief insgesamt erfolgreich. Probleme gab es allerdings mit einem undichten Sauerstofftank und einem Eiszapfen, der sich am Außenabfluss der Bordtoilette gebildet hatte.